Hier soll es darum gehen, wie man rechnerisch entscheiden kann, ob ein Punkt auf einer Geraden liegt oder nicht. Und das nenne ich Punktprobe. Und die Frage ist, liegt ein Punkt auf einer Geraden? So, also haben wir zum Beispiel eine Gerade G und auf diesen Geraden einen Punkt P und einen Punkt, der offensichtlich nicht auf der Geraden liegt, den Punkt S. Die Gerade G braucht eine Parametergleichung, einen Stützvektor, den nenne ich Q plus T mal Vektor V, T aus reellen Zahlen. So, dann sehen wir, P liegt auf der Geraden G. Und daher, wenn wir den Ortsvektor des Punktes P gleich diesem Ausdruck gleichsetzen, bekommen wir eine lösbare Gleichung. So, Ortsvektor des Punktes P gleich Stützvektor plus T mal Richtungsvektor. Und diese Gleichung ist in diesem Falle lösbar und die gesuchte Variable ist dann t. So, s liegt nicht auf der geraden g, daher wird ein Pendant von dieser Gleichung keine Lösung haben. Also s liegt nicht auf g. Und daher hat die Gleichung Ortsvektor des Punktes S gleich Q plus T mal V keine Lösung. So, gucken wir uns das an, wie es sich dann anfühlt, wenn wir solche Geraden und Punkte tatsächlich haben. Also, wie fühlt sich das mit Zahlen an? Wir nehmen die Gerade G mit dem Stützvektor 1, 1, 1 plus t 1, 2, 3, also der Richtungsvektor 1, 2, 3, t-Element r und dann nehmen wir die Punkte p 2, 3, 4 und Punkt s 2, 3 und 5. So, nun machen wir die Punktprobe. So, einmal finden Punkt P. Ortsvektor des Punktes P ist 2, 3, 4 übereinander geschrieben. Und auf die rechte Seite kommt die Parameterdarstellung der Geraden G, also Stützvektor 1, 1, 1 plus T mal Richtungsvektor 1, 2, 3. So, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie man das löst. Nehme ich hier den Taschenrechner, weil es am schnellsten geht und wenn man sich nicht gerade vertippt hat, ist es auch, also das liefert meistens die zuverlässigsten Lösungen. Also nehmen wir den Taschenrechner und wir werden die Funktion linSolve benutzen. So, wie kommen wir zu den Befehlen? Also ich mache das folgende, ich gehe dann zu Menü und dann im Bereich Algebra unter 3 gibt es unter 7 Gleichungssystem lösen. Und zwar handelt es sich hier um ein System linearer Gleichungen, also hier unter 2. Wir haben insgesamt 3 Gleichungen. Wir bekommen nämlich pro Zeile eine Gleichung und haben 1, 2, 3 Zeilen. Und die Variablen, also der Taschenrechner schlägt 3 Variablen vor. Wir suchen aber nur nach einer und diese heißt t. Drücken auf Enter. Und jetzt tippen wir pro Zeile eine Gleichung ein. Die erste Gleichung lautet 2 ist gleich 1 plus t mal 1. Also 2 ist gleich 1 plus t mal 1. Die zweite Gleichung 3 ist gleich 1 plus t mal 2. 3 ist gleich 1 plus t mal 2. Und die dritte Gleichung 4 ist gleich 1 plus t mal 3. 4 ist gleich 1 plus t mal
3. So, als Zeichen der zweiten Zeile habe ich mich vertan. Da sollte eine 2 stehen bei dem T. Hier, diese 2. So. So, jetzt drücken wir auf Enter und hoffen, dass ich sonst keine Fehler gemacht habe. So, und bekommen als Ergebnis eine 1. Das heißt, T gleich 1. Und damit liegt P auf G. So, jetzt habe ich es hinter dem Taschenrechner geschrieben. So. So, hier. T ist gleich 1, also es gibt eine Lösung. Also der Punkt P liegt auf der geraden G. So, kommen wir jetzt zu der Punktprobe des Punktes S. Und hier lautet die Gleichung sehr ähnlich. Den Ortsvektor von S setzen wir gleich den Stützvektor plus t mal Richtungsvektor. Und auch hier benutzen wir den Taschenrechner. Und auch hier benutzen wir linSolve. Und jetzt nutze ich, dass die Punkte P und S sehr ähnliche Koordinaten hatten. Und drücke auf hier die blaue Taste, die Kontrolltaste und auf ein Z. Und dann kann ich den letzten Schritt rückgängig machen. Und bin wieder in meiner Rechnung. Und das Einzige, was ich ersetzen muss, ist die dritte Koordinate des Punkt, also des Ortsvektors des Punktes S. Und wenn wir jetzt auf Enter drücken, sollten wir keine Lösung bekommen. Und auch das ist der Fall. Also der Taschenrechner sagt uns, es wurde keine Lösung gefunden. Und das ist auch richtig so, denn der Punkt S liegt nicht auf G. Jetzt können wir den Taschenrechner wieder ausschalten und unsere Erkenntnis notieren. Es gibt keine Lösung. Und damit liegt es nicht auf der geraden G.